Ich würde sagen, nichts ist besser als am Anfang erstmal eine Runde C-Max, oder? Okay, ja, nee, also Baku hat ein Video rausgehauen. Natürlich haben die ganze C-Max-Army hat natürlich auch dieses Video gedisliked. Insbesondere auch ich, ja, weil ich kann damit nicht leben. So, wir gucken uns jetzt diesen ganzen Spaß mal an. Wenn das kein gutes Video wird, werde ich Baku deabonnieren, weil ich habe irgendwann auch mal die Schnauze voll. Suche nach einem interessanten Thema für ein neues Video, war ich seid gegrüßt, ja. Echt verzweifelt. Ich habe ganz YouTube Deutschland abgeklappert und was soll ich euch sagen, es war wirklich fast einfach gar nichts los. Als ich dann aber nach einigen Tagen auf dem Kanal von C-Max vorbeigeschaut habe, war ich echt schockiert. Oh nein, C-Max verlässt das Land. Ein herber Verlust für die gesamte Nation. Zuerst dachte ich echt, es... Der Arme. Also ich persönlich traue auch mit C-Max, weil er tut mir einfach extrem leid. Ist ein guter Junge. Ja, ist einer der Guten. Ist dann halt einfach schade, dass wir ihn hier nicht so würdigen. Das ist schade einfach, ja, muss ich ehrlich sagen. Zuschauer sahen höchstwahrscheinlich eher so aus. C-Max wandert aus. Okay, an der Stelle mal Real Rap. Wen soll das bitte Real Rap, Leute. Du machst das, was viele YouTuber vor dir auch schon gemacht haben. Und wenn man ehrlich ist, verändert sich bei den meisten auch dabei nahezu gar nichts, bis auf die Location, in der aufgenommen wird. Und ich kann dir versprechen, deine Videos bleiben auch in deiner neuen Wahlheimat inhaltloser Müll, der nur angeklickt wird, weil du aktuell einer der lostesten YouTuber bist. Das hat auch viel mit YouTube-Algorithmus zu tun. Ich achte schon lange nicht mehr auf die Views. Ich sag euch, wie es ist. Komisch. Das stimmt. Du achtest nicht mehr auf Views? Okay, warum knallst du dann in den letzten zwei Videos die Tags Monte, Spontaner Black, Standardskill, Unge und KuchenTV rein? Und warum nutzt ja, du... Ja, man muss einfach sagen, das ist ein Zufall, ja. Viele wissen es nicht, aber das hat rein gar nichts damit zu tun, um dir irgendwie eine Aufmerksamkeit zu wollen. Das ist einfach, da kann er halt nichts dafür. Aber gut, muss er dir das selber wissen. Auf Clickbait-Titel für deine Videos. Nicht etwa, damit die Videos mehr Aufmerksamkeit bekommen und damit mehr Views? Wenn ich in dieses Land ziehe, so, dann werden mit die besten Videos kommen, die es jemals auf meinem Kanal gab. Boah, Junge, das ist wirklich ein Statement. Als hätten wir das nicht schon einmal gehört. Verstand. Kleiner Schwach, dass jetzt schon wieder der Verstanden-Einspieler kommt. Ey, ich persönlich muss sagen, mich macht's verrückt und ich find's auch nicht gut, dass hier wieder Verstanden kommt. ja, Feiergurten-Einspieler gehen eigentlich immer. Ich finde, Feiergurten sollte nicht in Vergessenheit geraten werden, deswegen, geraten werden. Generell nicht in Vergessenheit geraten, das meine ich damit. Deswegen finde ich das sehr gut, diesen Einspieler, ja. Ist sehr, sehr toll. Aber dieses Verstanden hätte ich da noch nicht hingesetzt. Spoiler, Baku, die richtige Version dich. Müsste jetzt ungefähr so klingen. Verstanden. Meine Videos werden jetzt besser. An sich ist die Idee echt sehr lobenswert, einen Neuanfang zu starten. Vor allem, wenn man in seinem Abschiedsvideo so große Töne spuckt und man sagt, dass man ja in seiner Vergangenheit sehr viel Mist gebaut hat. Und ja, C-Max, das wissen wir alle noch. Die ganzen Dislikes auf deinem Kanal kommen ja auch nicht von ganz ungefähr. Ich sag's ja nur. Und da unser lieber C-Max in der Vergangenheit auch mit derartigen Versprechungen so konsequent umgegangen ist, ist die Hoffnung... Ich muss aber mal kurz was sagen, was ich krass finde. Also diesen Schritt zu gehen in die... Also der ist ja selbstständig, dann wandert er aus mit dem Content. Also ich meine, er macht jetzt gerade noch sein Geld und er macht auch über 10 Millionen Klicks im Monat. Er wird damit ordentlich Geld verdienen, gar keine Frage. Aber die Sicherheit zu haben, da einfach auszuwandern, ohne irgendwie krass Zeug in der Rückhand, boah, Alter, finde ich schon schwierig, ne? Finde ich schon mega schwierig. Natürlich groß, dass es so bleibt. Deine bisherige Internetpräsenz war, um es mal in deinen Worten kurz zusammenzufassen... Ich glaube halt schon wieder viel. Das Kalte, ja. Okay, ja, ja, komplett peinlich. Aber rückblickend auf seine Vergangenheit ist C-Max echt weise geworden und hat aus den Dingen, die schlecht gelaufen sind, nur positive Dinge mitgenommen und hat daraus gelernt. Wenn ich irgendetwas rückgängig... Ich finde auch gut, dass er viel lernt. Man merkt das persönlich auch, dass ein C-Max sehr oft reflektiert und daraus lernt. Man hat das damals mitbekommen, als er gesagt hat, ja, er macht jetzt bessere Videos. Und drei Videos später hat er die Videos gemacht, die er auch davor gemacht hat. Und ich denke, so geht's immer weiter und immer weiter. ...machen könnte, dann würde ich sagen, ich würde alles so lassen, wie es ist. Weil ich habe aus diesen Sachen gelernt... Okay, also halten wir mal kurz für den weiteren Verlauf dieses Videos Folgendes fest. C-Max wurde so richtig bekannt durch sein Corona-Fake-Video, in dem er sich absolut respektlos verhalten hat, indem er so tat, als würde er mit jemandem zocken, der bald an Corona stirbt. Das Ganze war natürlich gefaked, aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Seine ganzen leeren Versprechungen und Clickbait-Videos kennen wir ja leider auch schon.
Und des Weiteren fällt er mehrfach dadurch auf, dass er immer wieder Leute beleidigt. Seien es an sich mir an der Stelle, wir kennen alle Z-Max mittlerweile gut genug und ich habe noch etwas Hoffnung, dass dieses Video hier wenigstens grün wird und ich mir davon einen Döner bestellen kann. Also zusammenfassend kann man sagen, dass sich Z-Max über einen sehr langen Zeitraum extrem asozial und dumm verhalten hat. Und mit diesen Infos springen wir in sein nächstes Video rein und gucken mal, was sich verändert hat. Ich meine, er hat es ja zumindest in einem einzigen Video vorher versprochen. Endlich, wir wandern in dieses Land aus. Yeah. Okay, was soll ich euch sagen? Gleich in den ersten 3 Minuten schafft Max wieder seine herausragende Intelligenz unter Beweis zu stellen. Er erzählt nämlich davon, dass man für die Einreise nach Spanien einen sogenannten PCR-Test benötigt, um unter Beweis zu stellen, dass man halt nicht an Corona infiziert ist. Und Überraschung, die haben diesen Test natürlich nicht gemacht. Sie haben zwar immerhin einen Schnelltest gemacht, aber 2 Minuten googeln hätte gereicht und man hätte auf der Seite des Auswärtigen Amts herausgefunden, dass da eine Passage existiert, wo genau dieser Punkt beschrieben ist. Ich meine, wie dumm... Lol, das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Mir wurde das im Nachhinein dann auch gesagt in den Kommentaren. Wurde auch noch eingeschrieben, ja, unter anderem hat ja C-Max und die Freundin haben ja noch nicht mal einen richtigen Corona-Test gemacht. Die haben bloß diesen Schnelltest gemacht. Und das ist ja dahingehend nicht zulässig. Also wahnsinnig dumm auch an der Stelle, gerade bei so einer wichtigen Sache, da nicht den richtigen Test zu machen. Und ich weiß auch nicht, wie der dieses Video raushauen kann und sich so denken kann, jo, das ist ein gutes Video. Also dieses Video, wo die dort sich auch scheiße benommen haben, wie kommt man darauf, das Video zu schneiden, sich so zu denken, das ist ein geiles Video gewesen. Muss man sein, dass man sich nicht mal 5 Minuten Zeit nimmt und nur minimal schlau macht. Noch viel schlimmer finde ich allerdings die Tatsache, dass der Mitarbeiter des Flugunternehmens die beiden einfach durchgelassen hat, nur mit dem Schnelltest. Wer zur heutigen Zeit nicht in der Lage ist, sich minimal zu informieren, bevor man so eine wichtige Reise unternimmt, gehört meiner Meinung nach einfach echt bestraft und ist dann selber schuld, wenn man dann doppelt und dreifach zahlen muss. Aber das Video geht ja jetzt noch weiter und das war bis jetzt nicht mal die schlimmste Aktion in meinen Augen, denn in der nächsten Szene stehen die beiden in ihrem Garten und geben bekannt, dass sie nun in Barcelona wohnen. An sich muss ich sagen, mega geil, ich war selber schon mal da und ich finde die Stadt echt cool. Aber bei folgendem Spruch von Z-Max musste ich ein bisschen schmunzeln. Ich kann euch so einen kleinen Sneak Peek vom Garten geben. Also hier ist quasi so unsere Terrasse im Erdgeschoss, dass ihr wisst, so, ist einfach nur geisteskrank. Digga, was? Ja, ich muss ehrlich sagen, fühle ich persönlich null. Also ich weiß nicht, was dann noch alles erneuert wird, aber persönlich fühle ich diesen Außenbereich echt gar nicht. Du hast ja weder einen, also man muss keinen Ausblick haben, wir haben persönlich auch keinen Ausblick. Aber das ist jetzt nichts Geisteskrankes in meinen Augen. Also ich meine, es ist cool, dass man in Barcelona sowas hat. Ich denke, die Leute, die in der Großstadt sind, die träumen von sowas. Aber das sieht mir aus wie so ein Hinterhof, wo überall Ratten rumlaufen. Also ich habe kein Problem mit Ratten, aber wo überall Ratten rumlaufen und irgendwelche Penner mir dann noch das Essen klauen. Also so fühlt sich für mich an, wenn ich das so sehe. Was ist das? Das erinnert mich mehr an ein Freigehege in einem Gefängnis, aber okay, der Fairness halber muss man sagen, dass der Platz in einer Großstadt wie Barcelona eher Mangelware ist und man sowas schon mal feiern kann. Im weiteren Verlauf des Videos gehen die beiden das erste Mal einkaufen und kommentieren den Einkauf anschließend mit folgenden Worten. Und wir haben einfach einen Einkaufswagen abgezogen. Wir wollten kein Taxi jetzt holen, weil es wäre voll der Eck gewesen. Junge, wie asozial muss man sein, dass man sich direkt am ersten Tag wie der letzte Idiot verhält und einen Einkaufswagen abzieht, statt sich einfach ein Taxi zu bestellen. Ich meine, Z-Max, wo ist dein Drip geblieben, von dem du noch vor kurzem so aber das war es ja immer noch nicht ganz. Highlight des ganzen Tages ist einfach die Szene, in der deren Hund bei einem Spaziergang auf den Gehweg kackt und praktisch das gleiche produziert wie Z-Max. Einfach dahingeschissenen Mist. Nachdem die Freundin dann den Kackhaufen zur Hälfte von der Straße kratzt und in einem Beutel entsorgt, kommt Z-Max auf die wirklich geniale Idee, den Kackhaufen zu nehmen und einem Fahrradfahrer gegen den Kopf zu werfen. Nimmst du? Hat er den wirklich gegen den Kopf geworfen? Ich war nicht aufgetroffen. Ja! Junge, also wie ab... Man sieht diesen Beutel nicht mehr. Das ist das Problem. Man sieht den Beutel auf den letzten paar Metern nicht mehr. Das finde ich schade. Grundtief lost muss man sein, sich gleich am ersten Tag in einem neuen Land so dermaßen hängen geblieben zu verhalten. Solche Szenen kennt man normalerweise nur in Zoos, bei denen sich Affen auf die Hand kacken und damit herumschmeißen. Ja. Was müssen sich die Leute im Bus bitte gedacht haben, die das ganze Spektakel von außen ansehen mussten? Das sah dann vermutlich so aus. Junge, das ist so ekelhaft und respektlos. Man könnte schon fast sagen, dass du mit dieser einen Szene deine gesamte Internet-Existenz beschrieben hast. Wenn mich jemand fragt, wer ist Z-Max, zeige ich ihm einfach nur diese paar Sekunden und man weiß direkt, worauf man sich bei dir einstellen muss. Real Talk. Ich meine, versetzt euch mal in die Situation der einheimischen Bewohner dort. Jemand, der in einer fremden Sprache spricht, rennt an euch vorbei und beschmeißt euch mit Hundekacke.
Ich persönlich finde das beste Argument bei seiner Entschuldigung oder was auch immer der da gesagt hat, war irgendwie, ja, wir haben auch ein bisschen was getrunken und deswegen habe ich so gehandelt und bla bla bla, da haben wir schon das ein oder andere Desperados getrunken. Und ich denke mir so, wenn ich mir diese Worte anhöre, du hast bestimmt nicht, als du betrunken warst, dieses Video geschnitten. Ich gehe davon aus, du hast das Video geschnitten, als du am nächsten Tag nüchtern warst und als du dann einfach Bock hattest, irgendwas zu schneiden. Also hättest dir ja dann klar sein müssen, dass das, was du dort aufgenommen hast, scheiße ist. Aber du hast dich genau bewusst dagegen entschieden, weil du dir dachtest, ah, da kann ich ja wieder einige Zuschauer herziehen. Und das große Problem ist, dass Leute wirklich deswegen Z-Max abonniert haben. Ich weiß nicht, wie man Z-Max dahingehend abonnieren kann, aber viele Leute haben Z-Max abonniert, weil die dann dachten, keine Ahnung, es ist lustig, Leute mit Scheiße zu bewerfen. Schwierig an der Stelle. Und lacht dann einfach schadenfroh beim Weggehen. Das Erste, was euch einfällt, könnte direkt ein Werbeslogan für rechte Parteien sein. Ist echt nicht so eine nice Vorstellung, wenn man solche Gedanken durch derartige Handlungen fördert. Und asozial hoch 10 ist es sowieso, egal ob man frisch eingewandert ist oder nicht. Ich frage mich echt, was bei ihm schiefgelaufen ist in der Erziehung. Aber halten wir nochmal kurz fest. Er hat gesagt, dass er die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen möchte und dass die Videos ab jetzt besser werden. Sein Hund kackt auf die Straße und er filmt das, also die gleiche inhaltslose Kacke im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das jetzt Mimi oder ist das jetzt Baku? Das ist halt jetzt gerade die Frage, die ich mir stelle. Check. Er verhält sich maximal respektlos, indem er sich gleich am ersten Tag wie der letzte Neandertaler benimmt. Check. Er schafft es nicht mal, sich kurz vor der Einreise schlau zu machen, damit er wenigstens die Mindestanforderungen für eine Einreise erfüllt. Check. Also wie kann man den direkt im nächsten Video so hart verkacken? Also Z-Max, ich weiß ja nicht, aber alles, was du sagst, sind einfach leere Worte und ich hoffe für dich echt irgendwo, dass du mit deiner Aktion in Barcelona nicht komplett auf die Schnauze fliegst, aber du gibst dir wirklich sehr große Mühe, deine YouTube-Karriere mit Anlauf in die Tonne zu hämmern und damit deine Einnahmequelle auf langer Sicht zu gefährden. Z-Max ist meiner Meinung nach auf dem Trip, immer wieder neue Skandale zu bringen, immer weiter... Stellt euch jetzt mal persönlich vor, Z-Max wird von YouTube gebannt auf der Plattform. Und er darf auch keinen Kanal mehr eröffnen. Was macht Z-Max dann? Er hat zwar Twitch, aber jetzt mal keinen Scheiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf Twitch, auch wenn der ist sechsfache, siebenfache von meiner Reichweite teilweise hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass der auf Twitch davon gut leben könnte. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute auf Twitch gehen oder seine Zuschauer auf Twitch gehen und sagen, ich lasse den Sub da oder ich lasse den Geld da oder was weiß ich. Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Also wenn der YouTube verlieren würde, hätte der, glaube ich, ein Riesenproblem. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Twitch bei dem großartig läuft. Weil denen seine Zuschauer sind, schätze ich jetzt mal, selbst wenn der 700 Zuschauer hat, und 700 Zuschauer für seine Größe, ja, das ist ganz gut auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz 700 Zuschauer. Ich gehe davon aus, dass die meisten einfach so 10, 11, 12 Jahre alt sind. 13 Jahre, 14 Jahre vielleicht noch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da welche sind, die wirklich älter sind, also 18, 19, 20 Jahre alt sind und sich den geben und sagen, ja, ist geiler Content. Kann ich mir nicht vorstellen, bei dem, was der so abzieht. Dementsprechend ist der Support vielleicht da von seinen Zuschauern, aber finanziell gesehen ist es ja bei dem dann trotzdem sehr belastend. Weiter und immer weiter und dabei müssen die Aktionen natürlich immer schlimmer werden. Wer immer wieder auf diese Art und Weise versucht, immer mehr Aufmerksamkeit auf seinen Kanal zu locken, wird um diesen Schritt gar nicht herumkommen. Weil wenn wir mal bei ihm in die Vergangenheit schauen, sieht man eigentlich, dass sein Fortnite-Content gar nicht mehr so gut ankam. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass man mit diesem Content auf lange Sicht Erfolg haben kann und dass er damit seinen Kanal eigentlich buchstäblich gegen die Wand fährt. Und an der Stelle würde mich echt mal eure Meinung interessieren. Ich meine, wenn man sich die Bewertungen von Z-Max letztem Video anschaut, sind die Meinungen scheinbar sehr gespalten. Das, was Baku gerade eben sagt, fühle ich, weil ich finde auch, wenn er jetzt nur noch diese Vlogs macht, diese Vlogs sind ja eher so, um sich drüber lustig zu machen, aber irgendwann wird es ja auch langweilig für die Leute, die sich darüber lustig machen. Jetzt ist er gerade eben kurz im Hype. Da bekommen die Vlogs bekommen auch viele Aufrufe. Aber wenn der jetzt weiter so durchzieht, also ich glaube, niemand hat Bock, diese Videos sich anzugucken. Also der fällt ja nur auf mit Skandalen. Ist euch das mal aufgefallen, dass der nicht einmal aufgefallen ist mit einer guten Sache, sondern nur aufgefallen ist mit negativen Sachen? Also das ist auch, das musst du schaffen. Das ist krass auf jeden Fall. Schreibt mir das einfach mal gerne in die Kommentare. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Ansonsten kann ich nur sagen, Leute, like das Video, sonst wird euch Z-Max einen Kackhaufen auf den Kopf werfen. Und ciao! Also wirklich, diese Übergänge mit den Autos wird immer krasser. Nee, starkes Video, ja. Also mir hat es gut gefallen. Ich finde, man konnte jetzt echt gut dabei bleiben.